Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wieder mit dem Lasko natürlich. Mahlzeit. Und mit mir, dem Nobody. Hallo. Stable! Na komm, ich hab's jetzt lange gemacht. Stable. Ah, okay, gut. Das ist es. Es wird doch. Ja. Gut, wir haben uns ja hier ein bisschen bequem gemacht, weil wir Angsthasen waren. Wir wollten die Situation überdenken. Ne? Und ja, Feuerchen können wir ja lassen. Ich gucke gerade, stimmt, wir waren zu weit weg von zu Hause. So war genau, das, ne? Wir waren auf der Tour. Ich habe ja ein bisschen was hier gescrapped mit der Ranch. Ach, genau, ja. Und wir sind sehr weit weg. Wir müssen auch aufpassen. Wenn du dich dran erinnerst, Minen können nicht nur im Military-Komplex sein, sondern waren ja auch bei dem Stripclub. Stimmt. Und ja, doch. Hier klopft schon jemand irgendwo. Hallo? Na klar. Guten Tag. Wir hatten ja auch ein Feuerchen laufen. Du erinnerst dich an die Experimental letzte Folge? Ja, ich weiß. Was passiert, wenn ein Lagerfeuer zu viel läuft? Ach, da ist er. Übrigens ein kleines Entschuldigung. Ich bin ein bisschen verschnupft und alles, also seid mir nicht böse. Falls da zwischendurch mal, Schnupfen. Alles gut. Lasst ihn in Ruhe! Danke. Ja, genau. So Kusch! Gut. Ich habe ja einen Knüppel in der Hand. Er hat den Knüppel in der Hand. Habe ich. He got the pow. So, ich meine, du weißt doch auch nichts davon. Ich habe dir noch auch nichts gesagt. Aber ich habe mir gedacht, wir gehen zur Base zurück. Achtung! Und machen uns vielleicht mal zu deinem Händler. Ja, dass wir mal ein bisschen Quests machen und ein bisschen Geld kriegen. Was willst du da hinten, hä? Was willst du? Allerdings sehe ich gerade, wir haben Tag 14, das heißt um 7 Uhr morgens müsste gleich die Hordenwarnung anspringen. Rage. Oh, Wildschwein links von dir. Greift die Sau, ich dachte die Sau würde hier den Zombie angreifen. Hey, der raged ja. Nee, den Kriecher. Arschloch. Entschuldigung. Alles gut. Zappel für mich! Nein. Wir waren erst die ganze Nacht im Turm, das muss reichen. Okay. Du warst auch nicht gemeint. Ach so, Ja, jetzt hast du es verraten. Ach. Ja, ich lerne das noch. Warte mal, habe ich einen Skillpunkt? Yeah, ich habe 2 Skillpunkte. Ja, apropos. Wir 2 Profis. Was? I. Ja, ich sag ich doch. Skillpunkte. Ja. Pass auf, ich habe 2 Skillpunkte. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause, ich baue uns ein Fahrrad. Oh, geil. Außer uns fehlt noch was. Nee, Acid hat gefehlt, ne? Acid, Räder haben gefehlt. Und Räder, genau. Räder. Alter, warte. Warte mal. Was brauchen wir für Wheel? Wir brauchen Acid. Ja, ich habe 2 Acid, das ist gut, das reicht dann. In der Base hatten wir ja auch noch, oder? Ja, 2, doch. Ich habe alles da eigentlich. Ich brauche halt eine Werkbank. Okay, warte mal, ich skill mal eben. Das muss jetzt sein, Leute. Hier on the fly, ihr seid dabei. Da, den Skill brauche ich. Tinkering is proving useful. Crafting workbenches, table saws and cement mixers and craft items. Jawohl, das möchten wir. Zack. Gut, das könnte ich jetzt. Also, was braucht eine Workbench? Eine Workbench oder eine Werkbank. Eisen, Mechanical Parts. Schraubenschlüssel. Ich brauche auf jeden Fall deinen Schraubenschlüssel nachher. Einer ist noch zu Hause. Clownhammer habe ich auch. Ja, alles klar. Ab nach Hause. Ich habe alles. Sekunde, ich mache hier noch ein bisschen was kaputt. Tun Sie das. Ich töte und sammle hier das hier ein. Tun Sie das auch. Oder wie hätte Jean-Luc Picard gesagt? Make it so. Oh, Gottes Willen. Jetzt schießt er doch im Kopf. Hä? Sie zuckt noch. Nee, da habe ich gar nichts mehr gezuckt hier. So, jetzt. Weißt du, im Laufen treffe ich. Das ist Kartoffel-Aiming hier. Auf zu ragen, Frau. Auf zu ragen. Nicht mit Wut. Es ist sehr Lalalala. Realistisch gemacht, dass die weiblichen Zombies mehr ragen wie die männlichen.
Beschwerden bitte an LaskuLP, nicht an Nobody zockt. Kein Problem. Dazu stehe ich. Ich habe 3 Mädels zu Hause. Ich verliere hier Stofffetzen. Bleibatterie für Auto. Ich habe eine Bleibatterie. Ich kann sie nur nicht aufheben. Nimm mit was? Ich nehme alles mit. Genau. Der Staubsauger kommt. Dann hier, Fett habe ich noch, wenn du möchtest. Und Eisen. Ja, ich habe genug davon, also brauchst du mir nicht abgeben. Du kriegst dein Fett weg. School Bus. Oh, da sind noch viele Autos. Willst du jetzt alle ranchen? Den Bus. Oh, ouch. Sorry. Alles gut. Was? Errungenschaft freigeschaltet? Cheated Death? Warum? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Zu dem Tod entrungen oder so? Oder du vielleicht? Keine Ahnung. Ich habe keine Errungenschaft. Ich bin vom Bus gefallen. Er war es doch gar nicht. Ah ne, loote du mal die Autos. Du hast ja hier Meisterlooter geskillt. Ja, das hat sich voll gelohnt. Ein Brett Holz. Ja, das ist Holz. Mal hier, Wheel. Hau mal die Wheels ab hier mit der Wrench vielleicht. Das habe ich schon einmal probiert. Das geht sehr langsam und bringt irgendwie nichts. Okay, dann hau ich mit der Axt ab. Oder? Warte, ich probiere das noch. Ah, ist zu spät. Da. Okay, ich habe die Straße. Loote die Autos hier. Ich mach tot, loote. Jawohl, Kommandant! Ja, du hast den Skill nun mal. Loote. Das hört sich fast an wie Blute. Okay, das musst du das musst du einsammeln. Das kann ich nicht mehr einsammeln. Du hast das Zeug. Ja, solange er deinen Loot-Skill generiert, nehme ich es mit. Oh, da ist ein Hase. Warte. Auf die Entfernung mit der Armbrust. Nein. Der rennt noch immer. Da, jetzt rennt er nicht mehr. Oh, was denn da? Was ist denn da? Willst du bald richtigen Hasen sehen? Oh, die wären mal schlimm. Ja, ich weiß. Meine Güte. War ja nicht gegen die Gamer-Szenen, weißt du? Ich sag ja nur, ich habe mich jedes Mal geschüttelt, wenn die Werbung kam. Ey, so. Du hast den Hasen liegen lassen. Nein. Na, du warst doch den Skill, Mensch. Du kannst ihn doch... Du bist der Huntsman, du kriegst mehr Fleisch raus. Du kannst ihn doch in die Tasche stecken. Na, bei Forrest könnte ich das. Okay, hier. Hallo, Hasi. Hasi, nee, nix, Hasi. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich muss meinen Workbench bauen und unsere Fahrräder. Oh. Okay, sehr interessant. Er fühlt sich angesprochen. Denk dran, Scheune vielleicht hier Wauwau. Ja, Scheune vielleicht hier AK. Was? Hast du ein AK? Ja, hast du mir noch geschenkt, gegeben. Ach, stimmt, okay. Ja, alles, was ich habe, habe ich von dir, waffentechnisch. Die Armbrust, die Barrel. Vorsicht. Wir nähern uns wieder dem Stripclub, sehe ich gerade. Ich laufe auf der Straße. Ja, wait for me. Whoa. Hier ist auch US Army gegenüber, also alles gut. Ja, ja, das... Alles voller schöner Sachen. Ich kann nicht mehr laufen, nein, ich bin so schwer überladen. Bist du da? Nein, warte mal, hier ist was zum... Du hast Flugis hinter dir, warte mal, das sind Punkte. Was habe ich hinter mir? Punkte. Achso. Punkte, EP-Punkte. Ich bin der Punktmagnet, oder wie? Scheinbar. Oh, ich habe einen Reifen. Ich habe ein Wheel. Geil. Hier, hast du Platz? Ich kann dir der Knochen. Klassiker. Ich gebe dir Knochen. Ich ja, schmeiß einfach runter. Eisen. Ich hol das. Und das dabei kannst... möchte ich nur bedenken, er hat sich die Pocket Backmod da für die Brust genommen, ne? Nicht ich. Ja, und ich bin ja auch fleißig am Looten und etc. Ja, und am Bluten. Da, siehst du. Haha. Ja, und der sagt da wieder, kannst du mitnehmen? Nee. Vorsicht, die Rage aber ordentlich. Ruhe da. Ruhe im Puff. Ruhe im Puff. Ja, da hinten ist ja... Ah, nee, das ist ein Stripclub, Entschuldigung. Oh, Hund kommt. Hund kommt, links. Oder Hirsch, Reh. Was ist das? Hund, Katze, Maus. Gazelle, was ist denn das? Was ist das denn für ein Viech? Ach, das ist, glaube ich, ein weibliches Reh. Ist tot, auf dem Auto kannst du... Nee, ist tot, doch ist tot. Ruhe. Hol mal da vom Auto da Dreh weg. Hol mal da Dreh weg, nobody. Hol mal da Dreh weg. Hä? Ach, dann dahinter. Das ist so ein Kofferraum-Reh. Es ist runtergefallen. Möchte ich bemerken. Ja, ja. Die Autos kannst du auch noch looten. Loote.
Mein Gott, alles hier. Oh, ich bin der Stoff. Ich bin der Sauger. Ja, dann hier, viel Spaß im Auto. Da ist noch mehr zum Saugen. Nimm den Mund nicht zu voll. Wieso? Sind da Pariser? Du hast noch ein Repair-Kit, eine Wrench und eine Schatzkarte hier drin. In dem zweiten Auto. Ja, Pariser, da müsstest du in Survive the Nights. Ja, deshalb ja. Das war ein kleiner Wink auf Survive the Nights. Das war nicht schlecht. Das war echt gut, ja. Ich habe echt gedacht, what the fuck? Aber das waren auf jeden Fall welche. Ja, klar. Ich habe es nochmal zurückgespult. Ja, ich weiß. Du hast ja auch meine Reaktion gesehen. What? Pariser, raus hier. Pfui. Es klebt überall. Scheine. Gut, dass du aus dem Auto rauskamst. Ich klebe fest, scheiße. So, ich bin jetzt auch eins überladen. Das heißt, wir gehen jetzt aber echt mal hier Richtung Hause. Yippie, ja, ich bin kann komplett überladen. Kann ich wegschmeißen? Ich... Das kann ich zerlegen. So. Ich habe sogar noch einen Schraubenschlüssel jetzt für die Workbench. Perfekt. Kleiner Tipp, guck wirklich jetzt zwischen das Gras. Nicht, dass hier ein Geschenk liegt. Nimm dir ruhig Zeit hier für die Passage. Ja, genau so. Genau so. Ich sehe doch alles. Der Trick ist, so zu laufen wie ich. Also geradeaus, ohne hinzugucken. Okay. Ich gucke hin. Nur ob es reicht zum Reagieren, weiß ich nicht. Trink mal ein Schlückchen Wasser hier. Ein Vogel ist sogar gefunden. Ach ja. Hä, wir müssen jetzt überladen. Auch wegen dem Glaskrug, ernsthaft, Leute. Ja, die sind schwer. Also, ich weiß nicht, ob wir es rechtzeitig bis nach um 14 Uhr nach Hause schaffen. Das also, es ist auf jeden Fall Hordennacht, das müssen wir. Ja, ja. Ja, ich sag 14 Uhr, ne? Ach so. 13 Uhr meinst du? Ja, 13 Uhr, 14 Uhr. Dasselbe. Zeitumstellung. Zeitumstellung. So, ja, ich weiß, was ich mache. Ich auch. Ich mache diese hier und dann ciao. La 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 la. Was denn? Ich habe Kaffee runtergekippt. Ja, richtig. Guck mal, bringt Bier auch Ausdauer? Ich glaube ein bisschen. Was gibt denn Bier? Kurz mal lesen hier. Oh, sogar auf Deutsch. Erhalte Ausdauer. Weißt du, Bier wird auf Deutsch übersetzt, ey. Erhalte Ausdauer, Wagemut und ein großes Ego. All das in nur einer Flasche dieses leckeren selbstgebrauten. Geil. Das gleiche Bier, das Opa früher immer braute. Gibt Stamina plus 50, Brawling Damage, Stun Resist, oh, das ist nicht schlecht, und Duration. Pass auf, wir trinken mal einen. Oh, Schaden kann es nicht. Oh, und die, jo, ja. Das ist Opas Bier auf jeden Fall. Alter, Oh, ich habe jetzt mal eine Bandage genommen statt. Statt was? Ja, statt meine Axt rauszuholen, habe ich eine Bandage genommen. Ist auch gut. Ach so, ja, passiert ab und zu. Ja, nach so einem Gesöff auf jeden Fall. Das haut mich ja voll weg hier. War das nicht so, dass früher der Schnaps hier die stärkste Stamina gegeben hat? Bier war ganz gut damals. Ja, gibt jetzt auch ganz gut. Also 50% immerhin. Ich habe noch eine Minute Kaffee-Effekt. Ich freue mich. Das schaffen wir schon. So, zu Hause angekommen, werde ich auf jeden Fall die Workbench in Angriff nehmen. Geil. Und bis zur Hordennacht müssen wir noch ein paar Fallen, glaube ich, ausbessern. Das heißt, ein bisschen Holz besorgen. Ja, auf jeden Fall. Oh, Alteisenstiefel. Kannst mir dann nach. Nee. Du kannst mir nachher vielleicht 3 Repair-Kits geben. Ja. Das wäre nett. Das kann ich. Das wäre sehr, sehr nett. Komm, renn, okay, Junge. Bier schon weg. Ja, hier auf der Geraden kommt jetzt unser Haus gleich. Also unser, da sehe ich schon die Fallen. Hier ist unsere Ruine. Was wir dann vielleicht auch mal machen könnten, ist nach dieser Horde, also nach diesem Blutmond, vielleicht mal losziehen. Ein schönes Bunker.
Versteck suchen. Oder was Eigenes bauen. Was für ein Versteck meinst du? Ja, entweder so ein Bunker, weißt du, wie in einer schönen Immobilie im Experimental. Oder wir bauen was Eigenes. Fühlst du dich hier nicht sicher? Um ehrlich zu sein, ich glaube, Horde, also die zweite werden wir noch durchgehen, aber danach wird's kritisch, weil du hast gesehen, wie schnell die durch den Zaun kamen. War nicht schlecht, ne? Na, auf einmal, hey, hinter dir steht einer. Okay, hallo. Zieh den Frame weg. Also ich finde zum Beispiel, das, was wir jetzt haben, ist eine geile Hordenbase. Weil man auch ein bisschen von der Horde erlebt. Aber du hast recht, den Loot sollten wir dann echt irgendwo unter der Erde ablegen. Wie gesagt, ich habe schon mal erlebt, wie das mitten im Spielstand ist, alles zu verlieren, und das war nicht so schön. Jauts. Deshalb, gut, für die Zuschauer bestimmt amüsant, sage ich nicht. Aber muss ich nicht haben. So, das haben wir da drin. So, dann packen wir wieder alles hier erstmal rein. Was wir nicht erstmal nicht benötigen. Packe ich mir dahin. Am besten packe ich alle Fahrzeugteile generell bei dir in die Kiste. Ja. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Alle Electrical, Mechanical Parts, alles sowas kannst du da gerne ablegen. So. Soweit, ja. Hier ist eine Feder. In meiner Tasche zu sortieren, was ich dann brauche. Und nur was ich erstmal nicht brauche, kommt weg. Fleisch, Eier und sowas behalte ich mal bei mir. Boah, wir haben schon mal gut Sprit. Ja, aber das wird auch sehr gut verbraucht, muss ich sagen. Wenn du einmal so ein Fahrzeug hast, dann ist vorbei. So, das kann hier hin. So, ich stelle schon mal jetzt nochmal 22 Fackeln her für die Horde. So, jetzt ganz langsam. Eisen schmilzt ein. Ich stelle jetzt, warte, habe ich noch Pfeilspitzen hier? Aber nicht mehr viele. So. Oh, ja, das kann sich sehen lassen mittlerweile, die Antibiotikas. 12 Stück, ne? Nicht schlecht, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Wir haben auch schon mal einige Medipacks und so weiter und so fort. Hast du nicht gesehen? Das passt schon. Getränke haben auch ein bisschen was. Oh, wir haben einiges und Bier, sehe ich. Warum passe ich die Schrotze? Kaum sehe ich Bier. So, gut, das packe ich da rein. Das Fleisch packe ich mal hier auf den Grill. Oder machst du das? Du hast doch, glaube ich, bessere Skills, oder? Ich habe da Skills, aber ich möchte mich auch für die Folge verabschieden erstmal. Okay. Oder wir. Und wir basteln hier munter weiter. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, die Horde naht. Tschüss. Richtig. Bis dann. Tschüss.